Der Leon wird uns leider. Der Van ist auf jeden Fall jetzt soweit startklar. Wir müssen jetzt irgendwie gleich gucken, dass wir seinen Scooter wieder reinbekommen. Ich sag euch, hier ist was los bei uns mit dem Scooter. Und wie vielten Mal machen wir den jetzt ins Auto? Tres. Hast ja. du denn schon gesagt, was geht, oder was? Nee. Hast du es verraten? Keine Ahnung. Müssen wir nicht. Kannst du dir überlegen? Ich muss lachen, Leon. Das ist einfach so witzig. Das andere ist ja auch schon kaputt. Coming straight from the underground. Das davor rapp ich jetzt nicht. Die Papiere. I'm checking. You manifest this, right? You said when the police is... I told you. See, bye. Fand uns voll cool, Alter. Dann sind wir gleich durch hier. Aber es ist nicht mehr lange. Und dann wird der Leon woanders sein. Wo wird er dann sein? Komisch jetzt hier? Bisschen Vorfreude, bisschen Ungewissheit. Denkt dem nochmal, was ich dir geschenkt habe. Ja, Mann, Leute, ihr könnt euch das gar nicht verübrigen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich bin jetzt ready to go, Freunde. Heute ist der Tag der Tage. Ich werde den Leon samt seinem ganzen Zeug mal wieder von A nach B bringen. Das heißt, inklusive Scooter, wie es aussieht. Ich fahre jetzt nach Playa del Carmen, denn der Leon wird uns leider unglaublicherweise morgen erstmal verlassen. Ja, leck mich am Arsch, Alter. Ja, keine Ahnung. Ja, der Leon wird morgen erstmal nicht mehr hier sein in Mexiko. Fehlen mir ein bisschen die Worte. Also, ne, also. Ja, deswegen fahre ich jetzt los. Bin mal wieder viel zu spät dran, ey. Aber, ne, kennt man ja schon. Ich weiß nicht warum, aber ich habe den Bildschirm hier immer noch übrigens stehen vom Leon. Los geht's, Freunde. Komisch, mega bewölkt irgendwie heute. Ach, die Sonne kommt raus zu gut. Wirklich, wirklich sehr, sehr kühl geworden. Ich friere teilweise. Heute mein erster Fastentag. Deswegen habe ich mir auch noch was zum Überziehen mitgemacht. Jetzt die Burkina. Und dann geht's ab nach Playa. Und da steht sie, meine Liebe. Routine, falls ihr sie noch nicht kennt. Immer treue Begleiterin, immer am Start, wenn es drauf, drauf ankommt. Ui. So sieht Cocotina aus. Ja, los geht's, Freunde. Kaboom in meinem Koffer. Kleiner, was ist los? Wie redest du mit deinem Papa? So, Freunde, Wetter ist auf jeden Fall schon deutschlandmäßig hier. Und deutsche Mucke habe ich auch am Start. Ich habe gerade Sido. Ich stelle mich schon mal auf die deutsche. Ich kann nicht in den Pflegemann. Ich bin im Leo-Mut jetzt. Der Wodka macht Kaboom in meinem Kaffer. Kleiner Wasser. Deine Port hat ein asymmetrisches Blasenface. Es aus, als er sie zum und denk ihm, was er will. Da bin ich. Was soll das? So, Freunde, Leon ist auf jeden Fall, er hat geschrieben, er kommt gleich runter. Okay, alles klar. Ich bin jetzt gleich im Playa bei ihm und dann geht der Umzug los, Freunde. Der Van ist auf jeden Fall jetzt soweit startklar. Ich bin gerade hier am Organisieren so ein bisschen, ja, dass hier überhaupt Platz ist. Und Leon war auch schon gerade kurz unten. Wir müssen jetzt irgendwie gleich gucken, dass wir seinen Scooter wieder reinbekommen. Und seine Koffer, ja gut, das ist jetzt nicht das Problem, aber noch andere Sachen. Ja, der Scooter, Alter. Zum dritten Mal jetzt, glaube ich, ne? Ich sag euch, hier ist was los bei uns mit diesem Scooter. So, Freunde, und der Leon ist am Start mit seinem... mit seinem Scooter, Mann. My baby. Zum wievielten Mal machen wir den jetzt ins Auto? Tres. Aber wird immer besser, ne? Wir werden immer besser tatsächlich. Ja, und heute ist auch nicht mehr so viel. Ja. Also ich habe das, was ich bei dir lasse, die Boxen, der Scooter, Schreibtischstuhl, Bildschirm und eine Tüte. Echt? Ja. Hast du einen Spiegel eigentlich noch? Ja.
Ja. Kann ich den auch mitnehmen? Ja, klar. Sorry, ist mir vorhin so eingefallen. Ich kann die ganzen Sachen auch benutzen, solange ich nicht da bin. Ja, geil. Auf dem Nacken. Voll geil, Leon. Ding hier rein, ja, oder? Lass jetzt den Scoop da mal irgendwie versuchen, hier reinzubekommen. Ich meine, wir wissen ja, wie es geht. Du gehst zuerst rein, ne? Wie immer. Und der ist leer. Standard, auch. Genau. Gar kein. Ja, gut, weil letztes Mal ist der Benzin ausgelaufen. Das war ja, nicht ja so cool, aber. Hast ja du denen schon gesagt, was geht, oder was? Nee. Ich habe gesagt, Leon wird erstmal weggehen, aber ich habe nicht gesagt, wohin. Echt? Willst du es verraten? Keine Ahnung. Müssen wir nicht. Kannst du dir überlegen. Ich mache auch keinen Vlog oder so, das wird nee alles auf deinem Kanal stattfinden. Ehrlich? Ja, ja. Ah, krass, okay, da cool. Ein paar. Die Leute sind bestimmt interessiert, wenn du einen Titel reinschreibst, Leon haut ab. Ja, stimmt. So, ja, ja, ja. Ja, cool, Leute. Also, ich überlege mir das noch, ja, ob ich das jetzt verrate, wo Leon hingeht. Wir haben ja noch ein paar Stunden. Wir haben ja noch ein paar Stunden, genau. Also erstmal jetzt ein Scooter hier, okay? So. Freunde, wir haben Glück. Er ist gerade angekommen und hat seine Hilfe angeboten. Wie nett, Mann. Da muss ich mich hier nicht abschuften. Aber ich glaube, der Leon, der kann das schon mittlerweile. Immer den Arsch erst zuerst. No, no, no. We have three times, bro. The scooter here inside. So, put it like this. Wait, yeah. One more side. Now I have to put this up here. Okay. I know, wir müssen das. I got it. Lay it down. Yeah. And then you have to be careful with that one. Yes. Try to make it a little bit here. Soll ich die Dinge abschrauben? Nee, ne? Hola. Noch jemand, der helfen will? You have to put it inside straight. A little bit more straight. Ja, Leute, das ist immer ein bisschen schwierig hier. Yes. Habe ich auch was hier beigetragen, ja? Zu der ganzen Aktion. Ja, hicimos esto tres veces. Ah, hier, esto. Okay, Leute, es geht schon voran. Ja, gerade so die Polizei wird wahrscheinlich denken, dass wir den Scooter hier klauen wollen, Alter. Ist einfach voll. Das andere ist ja auch schon kaputt. Warum ist nochmal, Digga? Der Arsch muss da hoch. Ja, ja, ja. Scheiße. Am Ende, es wird auf jeden Fall funktionieren, aber es ist immer so ein bisschen schwierig, sagen wir es mal so. Sorry, ich muss lachen, Leon. Das ist einfach so witzig. Aber jetzt sind wir schon drei Männer, ja? Oh. Okay. Mach, mach. Okay, Thomas. Oh Mann, ey. Hola. You manifest this, right? You said when the police is... I told you, I told you. Yeah, when the police is seeing this, they gonna ask. Yeah. Leon. Super cool. Du hast es wieder geschafft, Alter. Geiles ja Ding. Ja, Mann, geil. Du musst jetzt die Papiere holen, Leon. Die Papiere. Die Papiere. I'm checking. I'm checking. Coming straight from the underground. Das davor rap ich jetzt nicht. Oh, ich bin straight out of Playa del Carmen. Hey, you make music, no? Yeah. Yeah. Ah, ja? I do rap, trap, nice. R&B, oh, cool. G-funk. Hey, do you know my friend Tony? He's from Dominican Republic too, and he's doing music. Tony? Yeah, you know him? Alemanni. I have to connect you with him. Oh, Bray. Bro, how old are you? 31. Yes. Gracias. Gracias, Bray. See you, bye. Police ja, Mann. Voll witzig. Ja, cool. I told you, the police. Yeah, yeah. So, Freunde, es ging jetzt eigentlich ganz schnell, ne, Leon? Wir sind noch nicht fertig. Aber fast. 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 Ja. Ja, das geht. Auf jeden Fall wirkt es jetzt schon viel übersichtlicher als beim allerersten Mal. Was haben denn die Bullen jetzt gemacht, Digga? Die haben ein Foto gemacht von meinem... Die dachten, du willst den klauen, ja, aber Alter. Die haben jetzt ein Foto gemacht von meinem Ausweis und von meinem... Ja. Von meiner... Jetzt? Die haben ja niemals kontrolliert, ob es meiner ist. Dann machen die das später, aber könnten dich ja anzeigen vielleicht oder so. Okay. Könnten sie. Könnten wir schon in Miami sein. Ja, aber der, guck mal, der hat ja auch vom Concierge gehört, dass es stimmt, dass ja, du hier ja wohnst und so. Ja, ja. Ich glaube, er hat es einfach so gemacht, nochmal 100, weißt du, wie ich meine, so ein der bisschen. Er wollte einfach mit uns auch connecten, glaube ich. Mann, der fand uns voll cool, Alter. Ja. Geht so mit Faust, ey, Bro. Ja, ja. Können wir hoffen, dass die Tür ist hier da. Ja? Ja? Freunde, die letzte Fuhre hier von oben geholt und dann sind wir gleich durch hier.
So, Leons letzte Minuten in seinem Apartment. Ja, ich war hier ja nicht lange. Ne? Stimmt, ist gar nicht wie zu Hause, ne? Fühlt sich jetzt nicht, als würdest du dein Zuhause verlassen. Nein, gar nicht. Ja, dann ist auch scheiße. Das war in Tulum. In Tulum war das so. Stimmt. Wo wir den Umzug in Tulum gemacht haben, da habe ich wirklich so das Feeling gehabt, so, ich hasse mein Zuhause. Ja, ja. Seitdem bin ich aber auch nicht mehr angekommen. Oh, scheiße, Mann. Deswegen freue ich mich jetzt eigentlich nicht. Ja, die letzten Sekunden, letzten Minuten in Mexiko. Wir haben ja noch ein paar Stunden. Ja, okay. Aber es ist nicht mehr lange. Und dann wird der Leon woanders sein. Wo wird er dann sein? Ungefähr 24 Stunden werde ich in den Flieger steigen. Krass, Alter. Nee, noch mehr. 26, 27 Stunden. Ich kann das gar nicht realisieren. Ich auch nicht. Oh Gott, das ist so komisch einfach. Geil. Scheiße. 10 Stunden fliegen, ich hab gar keinen Bock, ja. Danke, schon mal ein kleiner Hinweis. Ja, stimmt. 10 Stunden fliegen. Stimmt, ja. Freunde, alles im Auto. Leon gibt jetzt noch die Schlüssel ab. Und dann geht's ab nach Cancun, Freunde. Erstmal auf jeden Fall, bevor Leon dann weiterfliegt morgen. Der Bildschirm, Freunde, auf den müssen wir ganz besonders aufpassen, weil beim letzten Mal ist er ja kaputt gegangen. Fertig. Auto ist beladen. Leon ist auch fresh. Hat sich schon mal verabschiedet mit von allen Leuten? Gestern schon. Oder ja? Also du meinst von den Leuten? Von allen. Ja. Ist komisch jetzt so? Ja. Geht's dir gut? Ich habe halt nicht so viel, so ein Heimatgefühl hier in Playa. Deswegen fällt es mir nicht so schwer irgendwie. Okay. Weil ich habe mich hier nicht so richtig zu Hause gefühlt. So. Mhm. Ja. Na dann. Ist doch alles im grünen Bereich. Alles ja, nice. Geil. Let's go. Okay. So, wir sind jetzt gleich in Cancun. Stunde Fahrt von Playa. Schon da, wa? Ja, wir sind gleich da. Hat sich was verändert? Salut, Motherfucker. Im Laufe der Fahrt, du wolltest gerade die Fluggesellschaft noch anrufen, um dein Gepäck da zu buchen, ne? Ja, 40 Minuten, keine Ahnung. 40 Minuten Warteschleife einfach mal. Das ist auch wieder so ein Ding, das verstehe ich nie, Freunde. Warum ist das immer so, Alter? Ja. 50 Millionen Jahre warten, ey. Ich glaube, die Uhrzeit ist gerade nicht geil. Die rufen aus der ganzen Welt an gerade, weißt du? Mhm. Macht es besser. Ja, wenn ich dann heute Nacht nochmal versuche, weil ich wette, Leon kann heute Nacht gar nicht pennen. Meinst du, kannst du heute Nacht pennen? Sag mal. Geht schon. Ist bestimmt aufgeregt. Ja. Ich bin ja sogar aufgeregt. Ich kann wahrscheinlich gar nicht schlafen, ey. Weil ich für Leon mit aufgeregt bin, so. Ja, das ist schon krass. Aufregung ist schon da auf jeden Fall, aber so, keine Ahnung, Mann. Bisschen Vorfreude, bisschen Ungewissheit. Alles zusammen. Alles gemixt. Zusammen so ein bisschen. Gefühlschaos. Aber fühlt sich jetzt nicht so scheiße an, weißt du, ich meine so. Ja, ja. Nee. Ist halt wieder ein neues Gefühl so. Mhm. Ist halt wieder so ein Struggle, so ein leichter Struggle so. Aber es fühlt sich schon richtig an. Das ist wichtig. Ja. Das ist das Wichtigste, Freunde. Ich fühle mich wie so ein Krüppel, ey. So, Freunde, wir sind jetzt in Cancun. Gerade angekommen. Packen jetzt gerade den ganzen Scheiß raus. Das heißt, Leon wird ja alle seine Sachen hier erstmal bei mir lassen. Das heißt, Stuhl, Bildschirm, Wäscheständer, genau. Wenn, Verzeihung, im Januar komme ich wieder. Ich wette, du kommst im Januar wieder. Ich habe das schon voll im Kopf, ne? Ich schwör's dir. Schön Weihnachten mitnehmen mit Familie. Ja, Mann. Geburtstag. Das ist krass. In der Zeit, wo ich da bin jetzt, ne? Ja. Im November hat Geburtstag meine Tante und mein Opa. Dezember hat Geburtstag mein Bruder. Geil. Und Weihnachten ist. Voll gut. Also ist perfekt. Perfektes Timing. Also ich finde, der Leon macht das ganz richtig gerade. Dass er zur besten Zeit nach Deutschland fliegt. Ja. Soll ich noch was mitnehmen? Ach, den Stuhl, wa? Scheiße, ich weiß gerade gar nicht, was ich mitnehmen soll. Das ist halt doof, wenn man filmt und... Das ist einfach so witzig, weil Leon hat jetzt sein Kram hier. Das ist ja sein Bildschirm. Das ist von Toni sein Zeug. Das ist halt original dasselbe so. Ich habe jetzt alles 10.000 Mal. 10.000... Das hast du vorhin gesagt, kannst du einen Stream machen. 5 Bildschirme, Digga. Zocken. Alles. Denk dem nochmal, was ich dir geschenkt habe. Ja, Mann, Leute, ihr könnt euch das gar nicht... Übrigens, hier ist noch der alte Bildschirm. Für deinen Stream. Ja, Leute, wisst ihr was? Immer so ein bisschen ausgemistet. Und der lässt mir ja alles hier gerade. Und dann hat er... Warte mal. Diese Kiste hier habe ich. Ich habe mir auch so Sachen eingepackt, ne? Einfach noch dieses ganze hier Zahnpasta und so ein Scheiß, Alter. Aber Nintendo, ne? Habe ich mir auch einge. Nee, Spaß. Lässt Leon nur hier, weil er kann es nicht mitnehmen. Aber Leon hat mir das hier von geschenkt. Ja, Leon hat mir das hier geschenkt. Das? Ja. Und? Und das hier. Und zwar, das ist eine. Streamcam. Eine Streamcam. Und ist sie gut, Leon? Das echt jetzt? Die beste. Nee. Ja. Ist sie gut, richtig? Ja, das ist High Quality Shit. Ach du Scheiße! Yes, Sir. Die hatte ich mir, guck mal hier, 1080p,
60 FPS, das ist die höchste Qualität, die du streamen kannst. Laber nicht. Ernsthaft? Wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre so eine billige Webcam. Nein, die habe ich mir extra für einen Stream bestellt damals. Laber. So, und dann habe ich rausgefunden, dass ich auch mit meiner Cam streamen kann, so, weißt du? Ja, geil. Deswegen habe ich mir gedacht, du kannst sie brauchen. Oh, danke. Ich bin voll glücklich, Mann. Leon ist mega lieb zu mir, ey. Geil. Ich schenke mir einfach die Sachen, die ich brauche, vor allem Kopfhörer. Ich habe mir das gewünscht, weil meine Beats fliegen doch auseinander. Die habe ich ja schon geklebt. Hier, ich will mal. Ja auch, dass du Gas gibst. Aber nur mal ganz kurz zum Sehen, das sind meine Beats-Kopfhörer. Die klingen richtig gut, aber die fallen halt auseinander. Wenn ich hier aufsetze, halt mal, so sieht das dann aus. Halt so mega, mega schief einfach so. Ja, geht gar nicht mehr. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich mir Kopfhörer irgendwo aufgeschrieben habe, aber ich glaube, ich habe mir das irgendwo auch aufgeschrieben. Meine Vision Board, Freunde, hier schreibe ich mir mal auf, was ich brauche. Leon will einfach, dass ich jetzt Gas gebe mit YouTube und das ist auf jeden Fall eine Motivation. Weil wenn man schon die Ausstattung hat, ich glaube, deine Qualität ist halt auch echt kacke beim Stream. Ich weiß, die ist richtig scheiße, Mann. Und deswegen ist es voll die Rettung. Jetzt brauche ich nur noch eine gute Cam zum Vloggen, Freunde, und dann bin ich ausgerüstet. Aber die ist doch gut, die du hast, oder? Nee. Hast du nicht gesehen, der letzte Vlog? Wenn Sonne raufkommt, was dann passiert? Du siehst gar nichts mehr. Das ist scheiße. Meine ganze Linse ist doch im Arsch hier. Guck mal. Das ist alles drinne. Diese ganzen Punkte ist ja, okay. Drinne. Feuchtigkeit und so. Ja, das wird das nächste sein. Ja. Son Wukong, der wollte mir doch eine Cam bestellen. Ist kein Scherz jetzt. Kennst du noch Son Wukong? Ohne Scheiß, kennst du den? Der wollte mir eine Cam bestellen. Oh, der hat mir geschrieben, ja. Hat gesagt, ich habe eine Cam. Er meint das ernst. Ja, der ist richtig krass. Son Wukong, liebe Grüße. Übrigens gerade auf seiner Wanderung irgendwo. Ist ein krasser Typ. Ich habe ja mit denen geschrieben bei Telegram. Echt? Ja, ja, ja. Ja. Das ist ein geiler Typ. Liebe Grüße, Son Wukong, wenn du das irgendwann siehst, wenn Son du noch Wukong lebst, Alter. Son Wukong, Alter. Schöne Grüße gehen raus, Bro. Wobei ich alles main. Übertreib nicht, Digga. Der ist so aber krass. Egal, wenn es sich gut... Ich glaube, er ist ein Gönner. Ja. Und er fühlt sich das einfach gut, an anderen Menschen zu helfen. Ja, so. Und das ist halt geil. Echt cool. Ja, Mann. So, jetzt Scooter raus, ne? Ja. Muss ich dir helfen dabei? Ja, ja. Okay, Leute. Warte mal. Kotter con Papas. Sie, ne? Ja. So, wir sind heute wieder im Bau Vegan. Das ist dein Laden hier in Cancun, ne? In Cancun ist es mein Shit auf jeden Fall. Immer hier gewesen, ne? Jeden Tag, oder? Nein. Nee? Ich bin ja, ich esse ja 5-mal die Woche Pasta. Stimmt, stimmt, du hast ja jeden Tag Pasta gekocht. Jeden Tag. 5-mal die Woche. Ja, come on. Und 2 Tage die Woche gehe ich außerhalb essen. So ungefähr. Bau Vegan kann ich empfehlen, Freunde. Wenn ihr mal in Cancun seid, dann checkt das mal ab. Ist halt vegan, logischerweise, wie es der Name schon sagt. Für mich halt nicht so cool, weil viel mit Gluten ist tatsächlich, aber an sich eine coole Sache. Sirena Morena warst du nie gewesen, ne? Ich glaube nicht, ne? Schade eigentlich, ist nämlich auch ein geiler Laden. Hätte dir gut gefallen, glaube ich. Naja. Ist halt irgendwas auf dem Flugmodus. Können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Leon wird heute Cancun verlassen. Nein. Ich werde das halt voll die Aktion jetzt schon. Die würden gleich Polizei rufen. Oder Leon, der Strand hier ist einmalig, oder? Ach. Ja. Ich bin seit fucking 10 Monaten hier. Das ist eine ganz andere Perspektive, die man hat. So. Ja. So. Die haben ja das nicht gehabt. Ja, ja. Es ist wichtig, dass du nach Hause gehst. Das ist jetzt nicht einfach. Er sieht das Meer, spürt die Energie hier. Und dann die Vorstellung, im Grauen zu sein. Ich hab jetzt parat gemacht, alles eingepackt. Hab ihn so noch nie gesehen. Er sieht aus wie ein neuer Mensch einfach. Aber wir werden das gleich sehen am Flughafen, ob alles mitkommt. Also ich bin gespannt. Das verrate ich euch mal. Jonas ist mega gestresst wegen diesem scheiß Gepäck. Warte mal, wo müssen wir jetzt hin? Lufthansa? Nee. Euro sind das gerade schon wieder. Scheiße. 35. Ach du Scheiße. For the overweight maybe 1000. Leon ist am Verhandeln, Freunde. Er hat schon so viel jetzt bei mir gelassen. Leon, es wird gleich ernst. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du noch sagen willst als Abschluss? Ich habe Leon krass ins Herz geschlossen.